Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fühle mich durch die Anwesenheit so vieler wichtiger Persönlichkeiten sehr geehrt heute. Sie werden es mir nachsehen, wenn ich mit einer Grußformel beginne, die wir in Südafrika bei solcher Anlässen verwenden. Wir sagen, all protocol observed. Das bedeutet, dass wir das Protokoll in der richtigen Reihenfolge durchlaufen haben und jeder angesprochen wurde, ohne dass man jeden namentlich erwähnen muss. Dies vermeidet viele Unterlassungssünden und spart viel Zeit. Diese Konvention ist äußerst praktisch und ich würde Ihnen wärmstens empfehlen, sie zu übernehmen. Also, all protocol observed. Zweitens müssen wir bei einer Rede in Südafrika unsere verschiedenen Sprachen beachten, da wir ein Land mit 11 Amtssprachen sind. Ich muss deswegen zu Beginn mindestens die häufigsten erwähnen und sie angemessen begrüßen, wie man das in Südafrika auch macht. Also, auf Xhosa sagen wir Namkelekile nonke, Moweni. Auf Zulu sagen wir Sanbonani. Auf Tswana sagen wir Dumelang. In Afrikaans sagen wir Goeiemore. Und dann ist auch sehr wichtig Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in Südafrika. And then we also say good morning. Und hier möchte ich hinzufügen, guten Morgen und herzlich willkommen. Ich möchte besonders meine Vetter Klaus und Dietrich umarmen, die mich durch ihr Kommen ganz überrascht haben. Vielen Dank. But now I am going to depart from our normal system in South Africa, because there we have to say a few paragraphs and begin in the local language, and then afterwards we switch to everybody's second language, which is English, in South Africa, as it also is in Europe. And so we begin in the local language, and then we switch to English so that everyone can understand. But I had to do that here because I didn't know what people were going to say about me. And so I couldn't do what had to be done, and that is get my German grammar right with the wonderful Stephanie Becker, because I know auf Deutsch muss alles ganz genau richtig sein. And so I couldn't prepare for that, so I thought, I hope enough of you understand English for me to say that diese Laudatio, Professor Bundespräsident Köhler, I don't know how to answer it, but one day I hope to be worth it. That is all I can say. Thank you very much indeed. And to Dr. Horn, I'm sure it wasn't gender solidarity that enabled you to chair the group with my very good friends Dr. Morlock and Dr. Wolfgang Gerhardt. Dr. Wolfgang Gerhardt, who did me such a very great honor. Sie sind meiner Familie in Deutschland, mit meinen Vettern sogar, und ich fühle mich heute sehr zu Hause. I'm also departing from the custom of beginning in the local language, German, and changing to English,
because it is a particular challenge for me to try to deliver this speech in German. But it is a challenge that I have to face, especially in this historic venue, where 150 years ago, the first German constitution was negotiated. And it gives me an enormous sense of privilege and humility to remember that I was part of the first South African constitutional negotiations, where I came for the very small Liberal Party, the Democratic Party, in their constitutional negotiating team. And so for me, it's very important to speak German here today, but there is another reason. My 94-year-old mother, who lives in Johannesburg, has been worrying all week whether I will be able to deliver the speech in German. Especially before such an extraordinarily distinguished audience, she couldn't believe that Professor Köhler was going to be here today. And she was terribly worried, and my sister kept sending me little notes to tell me how worried my mother was. And I do not want to have her having wasted being so worried. Ich möchte nicht, dass sie sich umsonst gesorgt hat. In our family, we've always had this joke about what we call the Jewish mother's telegram. And the Jewish mother's telegram says, start worrying now, details to follow. Weil sie überzeugt ist, dass ich diese Ansprache nicht auf Deutsch schaffe, muss ich mir selbst etwas beweisen. I have to prove a point, so please indulge me. Ich fühle mich durch die Verleihung dieses Preises sehr geehrt und empfinde zugleich tiefe Dankbarkeit, dass meine Mutter Mila diese besondere Würdigung der Werte meiner Eltern noch miterleben darf. Diese Werte waren es, die sie in zwei Ländern zu Außenseitern machten, ihrem Geburtsland und ihrer späteren Heimat Südafrika zu Zeiten der Apartheid. Vor 82 Jahren, als meine Mutter 14 war, kam Hitler an die Macht. Das Leben der jungen, sensiblen Halbjuden änderte sich in dem Maße, wie sich der Antisemitismus von reinen Vorurteilen zur offiziellen gesetzlichen Politik auswuchs. Meine Mutter erinnerte sich an die Isolation, daran von den Aktivitäten der Gleichaltrigen Ausgeschlossenen zu sein und dass ihr die Tennis- oder Ruderclub verwehrt waren. Diese Narben, die ihnen in jungen Jahren beigebracht wurden, trägt sie bis heute, was ihnen eine gewisse Vorstellung davon gibt, was diese sinnbildliche Umarmung durch ihr geliebtes Geburtsland für sie jetzt bedeutet. Ich habe mit großem Interesse in den Erinnerungen ihres Vaters, Karl Kossmann, meines Großvaters, gelesen, wie es den Antisemitismus erlebte, wie er den Antisemitismus erlebte, bevor er zum Gesetz wurde. Er schreibt über die Zeit nach dem Tod seiner Mutter, meiner Urgroßmutter, als er im Alter von 6 Jahren Trost in den Familien seiner Freunde suchte. Einer seiner engsten Freunde war Theo Goldschmidt, dessen Familie zum Christentum konvertierte, was damals häufig geschah. Und er beschreibt, wie sich dies auf ihr Verhältnis auswirkte.
Gelegentlich, so schreibt er, wurde ich nicht zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Und ich erinnere mich noch an meinen Schmerz, als ich nichtsahnend zum Spiel hinüberlief und dort den Kreis der Eingeladenen vorfand. In seinen Erinnerungen erzählt er, wie es ihm später gelang, seine 5 Kinder eines nach dem anderen aus Deutschland herauszuschaffen, wie er seine Verhaftung in der Kristallnacht überlebte und nur knapp dem Abtransport nach Dachau entging, wie er seine evangelische Frau und ihre jüngste Tochter es schließlich kurz vor Ausbruch des Kriegs nach England schafften. Seine Erinnerungen in seinem sachlichen, unsentimentalen Stil waren für mich auch deshalb so interessant, weil meine Eltern kaum über ihre Erfahrungen im Dritten Reich sprachen. Sie verharrten sich nicht in der Vergangenheit, sondern versuchten, sich in Südafrika, einem der wenigen Länder, das noch jüdische Einwanderer aufnahm, ein neues Leben aufzubauen. Hier erlebte sie zum zweiten Mal, wie ein Land Vorurteile zum gesetzlich verankerten System der rassistischen Unterdrückung erhob, was meine Eltern dazu veranlasste, sich in der politischen Opposition zu engagieren. Obwohl meine Mutter kaum über ihre Kindheit in Deutschland sprach, erzählte sie interessanterweise häufig von den Kriegsjahren in England. Die Geschichte, die mich am meisten beeindruckte, war die ihrer Internierung auf der Isle of Man als feindliche Ausländerin. In der Vorbereitung dieser Rede bat ich sie, mir die Geschichte noch einmal zu erzählen, damit ich sie in ihren eigenen Worten einfangen könne. Ich war zum ersten Mal in vielen Jahren wirklich glücklich, so erzählte sie mir. Man nannte mich Mila. Ich wurde nicht in eine Schublade gesteckt, sondern um meine Selbstwillen gemocht. Zum ersten Mal traf ich Deutsche, die nicht jüdischen Glaubens waren, aber den Nationalismus ablehnten und mit mir und meiner Familie zu tun haben wollten. Wir haben Dinge zusammen gemacht, vor allem im Garten gearbeitet. Wir haben viel gelacht, viel miteinander geteilt. Und ich gehörte dazu. Zum ersten Mal in ihrem Leben, so sagte sie mir, habe sie sich frei gefühlt. Wenn sich jemand über seine Umstände klagte, hätten meine Großeltern, die Eltern meiner Mutter, geantwortet: Hör auf zu jammern, du atmest freie Luft. Was für ein Widerspruch! Als feindliche Ausländerin interniert und ihre Freiheit beraubt, aber dennoch zu sagen, dass sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben frei gefühlt habe. Wie lässt sich das erklären? Die Wissenschaft versteht es auf interessante Weise, tiefe menschliche Erfahrungen in trockener Fachsprache zu fassen. Das, was meine Mutter aus ihrer Zeit in England im Gegensatz zu Deutschland beschreibt, bezeichnet sie als den Unterschied zwischen dem erworbenen Status und dem zugeschriebenen Status und den entsprechenden Gesellschaftsformen. Der zugeschriebene Status beinhaltet die Kategorisierung von Menschen in festen Gruppen, sodass sie von Geburt an einen klar definierten sozialen Status haben, den sie nicht ablegen können. Das Gegenteil ist eine vom Leistungsprinzip oder dem erworbenen Status geprägte Gesellschaft, in der zumindest
theoretisch jeder Mensch nach seinem Charakter, seinen Anstrengungen und seinem Beitrag zum Gemeinwesen bewertet wird, nicht nach seiner Herkunft, Religion oder einem anderen angeborenen Merkmal. Es ist der Unterschied zwischen einer geschlossenen und einer offenen Gesellschaft, zwischen Unterdrückung und Freiheit. Und der Herr Lindner hat das auch erwähnt. Und ich möchte so gern nur frei sprechen können, wie er das macht. Ich kann das sehr gut auf Englisch machen, nicht so gut wie er, absolut nicht so gut wie er, aber das kann ich gut auf Englisch machen. Und leider muss ich jetzt mein Anrede lesen, damit ich nicht zu viele Fehler mache. Aber Herr hat genau darüber gesprochen, zum Leistungsprinzip, denn it must be der Prinzip. Das Prinzip. Das muss man immer auswirken und es geht nicht so gut. Der Weg von der Kategorisierung zum Leistungsprinzip. Es ist der Weg von einer Gesellschaft, in der das Volk dem allmächtigen Herrscher dient, zu einer Gesellschaft, in der unabhängige staatliche Institutionen gewährleisten, dass die Regierenden ihrem Volk Rechenschaft ablegen müssen. Wo der einzelne Mensch die primäre Werteinheit und mit allen Rechten, Chancen und Mitteln ausgestattet ist, um seine eigenen Ziele zu verfolgen und ein Leben zu führen, das er für sinnhaft erachtet. Es ist der Weg, der von der Unterdrückung durch Dogma und Diktat zur Meinungs- und Redefreiheit führt, die es dem fehlbaren Menschen ermöglicht, althergebrachte Weisheiten in Frage zu stellen und seine unvermeidbaren Fehler zu korrigieren. Es hat die Menschheit Jahrhunderte, sogar Jahrtausende gekostet, diesen Weg zurückzulegen. Und es bleibt noch ein langer Weg, auch wenn einige Teile der Menschheit auf diesem Weg schon weiter vorangekommen sind als andere. Dieser Weg ist nicht nur lang, sondern auch komplex und mit Konflikten gepflastert. Es hat zum Tod von Hunderten von Millionen Menschen auf diesem kleinen blauen Planeten geführt. Der Fortschritt stellt sich ungleichmäßig ein und oft wird er zunichte gemacht. Aus Gründen, die der Geschichte, dem Schicksal oder einfach nur Pech zuzuschreiben sind. Wie es Karl Popper so deutlich sagte, hat die offene Gesellschaft viele Feinde. Dennoch glauben wir daran, dass Fortschritt möglich ist. Um mit Martin Luther King Jr. zu sprechen: Der Bogen des moralischen Universums ist lang, aber er neigt sich der Gerechtigkeit entgegen. Meiner Ansicht nach neigt der politische Komponente des Universumsbogens in Richtung der liberalen Demokratie. Francis Fukuyama ist der weltweit führende Wissenschaftler in diesem Prozess. Er argumentiert, dass die liberale Demokratie das universelle politische Ziel der Menschheit ist. Für Fukuyama ist die Geschichte ein evolutionärer Prozess und nicht nur eine endlose Abfolge von Persönlichkeiten, Ereignissen, das Hin und Her von Konflikt und Lösung. Die Geschichte, so meint er, dreht sich um den Prozess, in dem Institutionen entstehen, sich entwickeln und auch wieder untergehen. Und es ist meine Theorie, dass so wie winzige genetische Mutationen den Lauf der biologischen Evolution bestimmen, auch der uns allen eigene Drang nach Freiheit, das ist, was den komplexen Prozess der politischen Evolution vorantreibt. Wie auch bei der biologischen Evolution
ist dies kein linearer Prozess. Tiefe Rückschläge sind an der Tagesordnung. Aber der Kampf gegen die Entropie geht weiter. Es ist Teil der Entwicklung. Fukuyama beschreibt dieses Ziel metaphorisch als: Wie gelangt man nach Dänemark? So sagt er. Wie gelangt man nach Dänemark? Damit meint er nicht das real existierende Land, sondern eine fiktive Gesellschaft, die wohlhabend, demokratisch, sicher und gut regiert ist und kaum Korruption und Ungleichheit hat. Das ist die sinnbildliche Dänemark. Die Geschichte zeigt jedoch, wie unglaublich schwer es ist, nach Dänemark zu kommen und dass Versuche anderen Ländern von außen Dänemark aufzuerlegen, um aus einem autoritären Regime eine Demokratie zu machen, überall von Afghanistan bis Zimbabwe unweigerlich fehlgeschlagen sind. Druck von außen kann helfen, aber letztendlich muss dieser Prozess von innen ausgehen. Selbst dort, wo Länder große Fortschritte auf dem Weg zur Freiheit, gewählten Regierungen, individuellen Rechten und freier Marktwirtschaft machen, erleiden sie häufig Rückschläge. Es gibt eine Rolltreppe, die aufwärts nach Dänemark fährt, und es gibt eine, die abwärts fährt. Nach Fukuyama ist die wesentliche Untermauerung der aufwärts fahrenden Rolltreppe ein fähiger Staat, der Rechtsstaat, ein System der Rechenschaftspflicht und eine marktbasierte Wirtschaft. Aber auch wenn diese erreicht sind, ist die Geschichte damit nicht vollendet, wie er gesagt hat mit dem Fall des Mauers in 1989. Die Geschichte damit ist nicht vollendet. Demokratien überleben und gedeihen nur deshalb, weil Menschen bereit sind, für den Rechtsstaat, Menschenrechte und die politische Rechenschaftspflicht zu kämpfen. And I always think of Coretta Scott King's wonderful saying, that was Martin Luther King's widow after he was shot. She says, "The fight for freedom is never finally won. It has to be fought and won in every generation." Und das ist auch wahr. Und jetzt zurück nach Fukuyama. Solche Gesellschaften hängen seiner Meinung nach von Führung, organisatorischer Kompetenz und schlicht Glück ab. Und ich kann diese Aussage durch eine südafrikanische Lebensweisheit ergänzen. Umso härter Menschen für ihr Ziel bereit sind zu arbeiten, umso eher haben sie das Glück auf ihrer Seite. Ein Teil des Problems, so Fukuyama, liegt darin, dass wir nicht wissen, wie Dänemark selbst zu Dänemark wurde. Und wir daher nicht begreifen, wie komplex und schwierig der Weg dorthin ist. Zunächst denke ich, dass Dänemark zu dem wurde, was es heute ist, weil es voller Dänen war. Das bedeutet nicht, dass die Dänen ihnen angeborene demokratische Bestrebungen hätten, die dem Rest von uns abgehen. Nein. Es bedeutet vielmehr, dass sie über Jahrhunderte eine mehr oder weniger homogene Gesellschaft mit einer gemeinsamen Kultur, Religion, Hautfarbe und Sprache gebildet haben. Natürlich gibt es in allen Systemen Grenzen, aber es ist homogenen Gesellschaften viel einfacher als in tief gespaltenen, das Prinzip des zugewiesenen Status zu überwinden und inklusive Institutionen und Rechenschaftssysteme zu entwickeln.
die den Einzelnen zur Leistung anspornen. Homogenität hat viele Merkmale, die durch das Konzept der Ethnizität erfasst werden. Diese definiert sich als Gruppe von Menschen, die sich aufgrund gemeinsamer Vorfahren oder einer sozialen, kulturellen oder nationalen Erfahrung miteinander identifizieren. Die ethnischen Gruppen Europas oder die Stämme, wenn Sie so wollen, haben über Jahrhunderte Grenzkriege geführt. Aber im Großen und Ganzen haben alle Stämme, von den Deutschen bis zu den Griechen, Mehrheiten in ihren Hoheitsgebieten gebildet. Das ist einer, aber nur einer der Gründe, warum sie auf dem Weg zur liberalen Demokratie weiter vorangekommen sind als wir auf dem afrikanischen Kontinent. Die Grenzen auf unserem Kontinent haben wenig mit den Lebenswirklichkeiten vor Ort zu tun. Wir haben in Südafrika 11 ethnischen Gruppen, die so verschieden sind wie die Deutschen und die Griechen zum Beispiel, die aber in den Schmelztiegeln der Großstädte das Fundament einer neuen Nation legen. Die Menschen in Südafrikas Großstädten beginnen sich vor allem als Südafrikaner zu fühlen, bevor sie sich als Schwarz oder Weiß, Xhosa, Zulu, Tswana, Venda, Swazi, Afrikaans, Englisch, Ndebele, Seswate oder Pondo bezeichnen. Dies ist ein wichtiger Wendepunkt. Wie der Soziologe Donald Horowitz in seiner Studie Ethnic Groups in Conflict feststellt, spiegeln sich ethnische Spaltungen innerhalb einer Gesellschaft unweigerlich in den wichtigsten politischen Trennlinien wider. Diese legen sich über die Klasse, Religion, Bildung und andere identitätsstiftende Merkmale. Sagte, immer sind die ethnischen Spalten die wichtigste in so einer Gemeinschaft. In Südafrika wird die Ethnizität durch Hautfarbe drastisch verstärkt, was die Sache noch komplexer macht. Dies veranlasste Horowitz zu dem Schluss, dass die Entwicklung der Demokratie in unserem Land sehr unwahrscheinlich sei. Er versuchte es uns schonend beizubringen, als er in seinem Buch A Democratic South Africa, Constitutional Engineering in a Divided Society schrieb, betrachtet man all diese Fakten, gelangt man unweigerlich zu dem Schluss, dass Demokratie in Südafrika möglich erscheint, aber unwahrscheinlich ist. Ich bin kein ausgewiesener Fachmann wie Horowitz, aber aufgrund meines Bauchgefühls war ich immer anderer Meinung als er. Natürlich weiß ich, dass Südafrika nicht der beste Boden für eine Partei ist, die Mehrheiten bilden möchte, indem sie die Menschen auffordert, über ihre ethnische Identität hinauszudenken und sich für eine fremde politische Philosophie zu öffnen, deren Wert sich nicht sofort offenbart. Es ist entschieden einfacher, Menschen mit dem Argument der Gruppensolidarität und den Vorteilen der Gruppe zu gewinnen. Viele haben es versucht und sie sind daran gescheitert, diese Impulse auf einem Kontinent zu überwinden, dessen Geschichte die Ethnizität als Konfliktlinie verstärkt und ethnisch gefärbte Parteien als einzige Möglichkeit verankert hat, diesen Konflikt politisch auszutragen. So, wir haben eine sehr große Herausforderung in Südafrika und ich bin sehr viel optimistischer als der Horowitz, der in Amerika lebt. Um den Übergang von Autoritätenstaat zur
mehr Parteiendemokratie zu schaffen, muss es möglich sein, dass die heutige Opposition morgen die Regierung bildet. Das ist sehr, sehr wichtig. Um den Übergang von autoritären Staat zur Mehrparteiendemokratie zu schaffen, muss es möglich sein, dass die heutige Opposition morgen die Regierung bildet. Dies passiert nicht zwischen ethnischen Parteien, da Wähler ihre ethnische Identität nicht wechseln können. Die Auseinandersetzung über Ideen wird im politischen Prozess sekundär und Wahlen werden zur rein ethnischen Volkszählung. Da Regierungen nicht durch Wahlen abgelöst werden können, wird die Rechenschaftspflicht, das Fundament der Demokratie, ausgehöhlt. So wird es unmöglich, unabhängige staatliche Institutionen zu erhalten, die den Rechtsstaat verteidigen. Es wird erwartet, dass die Institutionen den Interessen der Gruppe dienen, nicht denen des einzelnen Bürgers. Eine weitere große Herausforderung für die liberale Demokratie in Afrika ist, dass bevor staatliche Institutionen effektiv arbeiten und unabhängig sein können, die zunächst überhaupt existieren müssen. Hier in Südafrika gegenüber dem restlichen Afrika sind wir im Vorteil. Es ist einfacher, exklusive Institutionen zu inklusiven zu machen, als Institutionen aus dem Nichts aufzubauen. Im Gegensatz zu Staaten wie Somalia oder der Demokratischen Republik Kongo verfügt Südafrika über staatliche Institutionen mit einem verschiedenen Maß an Funktionalität. Das Problem mit diesem Rolltreppe ist natürlich, dass sie jederzeit und aus zahllosen Gründen die Fahrrichtung wechseln kann. Eines der Risiken ist die Vereinnahmung des Staats durch eine Regierungspartei. Wir nennen das auf Englisch State Capture. State Capture. When a dominant party captures state institutions and uses it for itself. And that is one of the biggest danger points in a transition to democracy. And in German ist es Vereinnahmung des Staats durch eine Regierungspartei. Dies geschieht oft in gespaltenen Gesellschaften, wenn eine Mehrheit die Vorteile der Unterwanderung staatlicher Institutionen zur Förderung ihrer Interessen und Macht größer als die Risiken erscheinen, so eine Wahl zu verlieren. Dieses Risiko wächst in Südafrika. In den Jahren des Kampfs gegen die Apartheid hat der African National Congress gegen ethnische Klüften gekämpft. Jetzt aber ist Jacob Zuma, der erste Zulu-Präsident Südafrikas, still und leise dabei, und sonst auch nicht so still und leise, die Hegemonie der Zulu in einem Klientelnetzwerk zu verfestigen, das sich durch die wesentlichen Institutionen zieht. Das ungeschriebene Gesetz ist klar. Er kümmert sich um ihre Interessen und sie sich um seine. Es gibt jedoch noch eine weitere Herausforderung. Soweit mir bekannt ist, hat sich bisher kein Analyst in ausreichendem Maße damit befasst. Es ist das Nebeneinander politischer Systeme, die in anderen Ländern Jahrhunderte trennen. Lassen Sie mich erklären. Unser Land hat eine der liberalsten Verfassungen der Welt. And just as my colleague Mr. Lindner was saying, it's not good enough to have a constitution. Those values have to be part of your culture and they have to become part of the lived reality. And it always seemed amazing to me that in England they didn't even have to write their constitution down, while in South Africa we go to court on every single word and concept in our constitution. But when it becomes so much part of your character and when it becomes so much part of the culture, then the words on the paper aren't as important. And we're in the phase in South Africa now when the words on the paper are very important precisely because we have to translate those into a culture that transcends our innermost
tendencies to drive a group principle in a complex plural society. And so that is what we have to do, and it's exactly what Mr. Lindner was talking about. And if it took Germany a long time, then you can imagine how much South Africa has to shortcut the historic process and get there much sooner. Because nobody in a comparable situation such as South Africa has been able to succeed in a democracy at the first attempt. And we're going to do it, and we're going to shortcut history in a most amazing way as an example for the world that it can actually be done. And so, darf ich wiederholen. Unser Land hat eine der liberalsten Verfassungen der Welt, aber die Rechte und Freiheiten, die sie gewährt, entfalten in großen Teilen des ländlichen Südafrikas keine Wirkung, wo die Stammesoberhäupter mit der Macht von Feudalherren regieren. In einem Teil Südafrikas sind Frauen den Männern gleichgestellt. In einem anderen Teil kriechen sie auf dem Bauch und wenden ihren Blick ab, um ihren Respekt für die Männer zu zeigen. In einem Teil Südafrikas werden gleichgeschlechtliche Beziehungen akzeptiert. In einem anderen Teil gilt die Homosexualität als abartige Verfehlung, während Ukutwala der Brauch nach dem älteren Männer junge Mädchen entführen und zu Ehe zwingen, noch gang und gäbe ist. In einem Teil Südafrikas werden Eigentumsrechte geschützt, während in vielen anderen Teilen das Recht auf Eigentum von den Launen des Stammesoberhaupts abhängt, dessen Interessen zu bedienen und dessen Gunst durch Geschenke und Gefälligkeiten zu kaufen ist. Vor diesem Hintergrund beschreibt Jacob Zuma, unser Präsident, die Korruption als Konstrukt des Westens. Tatsächlich ist die liberale Demokratie selbst ein Konstrukt des Westens. Bisher hatte sie noch nie im ersten Anlauf in einem Kontext wie dem unsrigen tief und dauerhafte Wurzeln geschlagen. Er ist der zentrale Widerspruch unseres Landes, dass Jacob Zuma den Rechtsstaat genutzt hat, um das Amt des Präsidenten zum höchsten Stammesoberhaupt zu machen. Die große Frage ist, ob es uns in der Democratic Alliance gelingt, den Würgegriff der ethnisch und rassisch geprägten Politik rechtzeitig zu lösen, um eine neue Mehrheit zu bilden und in Rechenschaft dem Volk gegenüber zu regieren, wie es unsere Verfassung vorsieht. Pessimisten sind in unserem Land keine Mangelware, aber ich bin optimistischer denn je. Heute besteht eine viel größere Chance, es zu schaffen, als 1994. Zur Zeit unserer ersten Wahl. Entgegen aller Erwartungen ist die einzige Partei, die seither bei jeder Wahl an Stimmen zulegen konnte, diejenige, die versucht, die Südafrikaner auf der Grundlage der gemeinsamen Werte unserer Verfassung zu einen. Bei den letzten Wahlen haben wir unsere Unterstützung landesweit auf 30% ausbauen können. It should have been, I think, mit 30% ausbauen können, but you know what I mean. And the lovely thing is that in the Western Cape, where we really battled and I became the mayor by one single vote, we managed to push up our vote to 60%, which was very, very nice. So bei den letzten Wahlen haben wir unsere Unterstützung landesweit auf 30% ausbauen können. Wir haben den RANC in zwei Großstädten auf unter 50% gedrückt.
in der Nelson Mandela Metropolregion um Port Elizabeth und in der Verwaltungshauptstadt Pretoria. In Johannesburg hat er noch knapp über 50%. Diese Entwicklungen wären noch vor einem Jahrzehnt undenkbar gewesen und davor geradezu unmöglich. Als der frühere amerikanische Außenminister Henry Kissinger 2010 zum Fußball-Weltmeisterschaft nach Südafrika kam, sagte er mir, dass die Democratic Alliance das schaffe, was er Richard Nixon gegenüber für Afrika immer als unmöglich bezeichnet habe. Er stellte die Frage nach dem Warum und Wie. 4 Jahre später denke ich noch immer über die Antwort nach. Dies sind einige der Faktoren. Wir haben mit exklusiven Institutionen begonnen, die wir zu integrativen Institutionen machen konnten und auch gemacht haben. Unsere Wirtschaft war höher entwickelt als die der meisten anderen Länder auf unserem Kontinent. Ein größerer Teil der Bevölkerung lebt in Städten und in der Provinz Westkap, wo die DIA ihren ersten Wahlerfolg verzeichnete, haben uns die ethnischen Spaltungen eher geholfen als gehindert. Dort, wo wir gewannen, zunächst mit winzigen Margen und in wackeligen Koalitionen, haben wir gezeigt, dass in einer offenen Gesellschaft der Chancengleichheit jeder besser vorankommen kann als in einer geschlossenen, ethnisch gespaltenen Gesellschaft. Und dazu noch hatten wir die unschätzbare Hilfe unserer Freunde, allen voran der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Sie haben zu uns gestanden, als wir bei der Wahl 1994 beinahe ausradiert wurden. Sie haben uns geholfen, wieder auf die Beine zu kommen, unsere Leute zu schulen und unsere Sache auch in schweren Zeiten unterstützt. Durch Sie, Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, durch Sie stehen wir und die Menschen Südafrikas tief in der Schuld der Deutschen, wegen der besonderen Rolle, die Sie in der jungen Geschichte unseres Landes spielen. Vielen, vielen Dank. Die offene Gesellschaft der Chancengleichheit bietet einen sicheren Weg, aber es ist ein harter und langsamer Kurs im Vergleich den Sirenengesängen der Populisten, die sofortigen Wohlstand durch die Enteignung von Die offene Gesellschaft der Chancengleichheit bietet einen sicheren Weg, aber es ist ein harter und langsamer Kurs im Vergleich zu den Sirenengesängen der Populisten, die sofortigen Wohlstand durch die Enteignung von Privateigentum und die Verstaatlichung von Unternehmen versprechen. Es ist schwierig, eine attraktive Alternative zur Anziehungskraft der ethnischen geprägten Klientelsysteme anzubieten. Der Weg von einer am zugewiesenen Status orientierten Gesellschaft zu Leistungsgesellschaft ist selbst unter günstigen Umständen schwierig, wie Herr Lindner das gesagt hat. Aber wenn er in eine so tief gespaltenen Gesellschaft beschritten werden muss, vor allem wenn eine Minderheit über Jahrhunderte die Früchte einer ethnisch exklusiven Leistungsgesellschaft geerntet hatte, ist es größte Herausforderung, vor der wir jetzt stehen.
Wir müssen schnell Ergebnisse bringen, um zu beweisen, dass die offene Gesellschaft der Chancengleichheit langfristig mehr erreichen kann. Aber die langfristige Perspektive ist kein attraktives Angebot. Wie John Maynard Keynes sagte, langfristig sind wir alle tot. Der Mensch zieht die sofortige Befriedigung seiner Bedürfnisse vor. Deshalb befinden wir uns im Wettlauf gegen die Zeit in Südafrika. Aber ich bin mir sicher, dass die gemäßigten Kräfte und der gesunde Menschenverstand diesen Wettlauf gewinnen werden, auch wenn wir von Zeit zu Zeit schwere Rückschläge erleiden werden. Wir laufen einen politischen Marathon, keinen Sprint. Und ich zähle es zu den größten Privilegien meines Lebens, dass ich unsere Partei auf meinem kurzen Teilstück des Marathons anführen darf. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie mit diesem Freiheitspreis all die anderen ausgezeichnet haben, die diesen Wettlauf vor mir beschritten haben und die jetzt mit mir laufen und den Staffelstab künftig übernehmen werden. Ich hoffe, dass der Weg mit uns für Sie genauso interessant wie auch herausfordernd war, und schließe mit einem südafrikanischen Appell. Und jetzt müssen Sie schön zuhören. Ungandinuanangomso, sagen wir in Xhosa. Aber ich habe nicht genug Klicks in Xhosa gebraucht. Ich kann das auch machen. Ich kakalise klicker klicke. Aber das ist nicht die Sprachsache, die ich hier mit Ihnen teilen möchte. Was ich mit Ihnen teilen möchte, ist dieses. Ungandinuanangomso. Lass dich nicht morgen entmutigen. Gib niemals auf. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.